den perfekten Lagerplatz Outdoor finden, beziehungsweise bei all seinen Abenteuern, die man so vorhat, wenn dich das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, moin, mein Name ist Alvo. Ich bin gerade auf Trekkingtour mit dem Marc zusammen und wir haben natürlich jeden Abend das Problem, dass wir uns einen Lagerplatz suchen müssen. Und deshalb wollte ich für euch mal ein kleines Video machen, was man denn überhaupt beachten muss, wenn man sich einen Lagerplatz sucht. Dabei gehen wir natürlich davon aus, was für einen Boden brauchen wir und was ist so über unseren Kopf rüber. Und dann natürlich wollen wir noch den Aspekt Tarnung ein bisschen mit beachten. Wir fangen aber als erstes mit ein bisschen Bodenkunde an. Beim Boden wollen wir natürlich einen, der möglichst gut isoliert und dabei aber gleichzeitig ja verhältnismäßig trocken ist. Das heißt, dass wir etwas Luftiges brauchen, wo nicht so schnell unsere Wärme abgeleitet wird und wo wir gleichzeitig nicht im Wasser drin liegen, denn Wasser leitet unsere Wärme auch ganz gut. Ich werde auf der Tour verschiedene Böden euch gleich zeigen, ne, und dann sprechen wir zusammen, ob die gut sind oder ob die schlecht sind. Heute Nacht haben wir den perfekten Boden gehabt. Besser kann man es draußen eigentlich gar nicht haben. Wir sehen uns den gleich nochmal in der Nahansicht zusammen an. Das ist ein Tannennadelboden, der sehr humusreich ist. Ihr seht den Boden hier, der ist sehr locker, selbst wenn man da schon mal rüber gestapft ist. Natürlich beim Liegen verdichtet der sich ein bisschen, aber insgesamt bleibt der sehr locker. Das sind ganz viele Tannennadelschichten, ne? Je weiter ihr nach unten grabt, desto mehr sind die Tannennadeln verrottet. Hier sieht man sie noch relativ frisch gefallen und dann hier in der Mitte, ne, da sind so noch mal ein paar dabei, die noch so halb sind, und hier hat sich das Ganze dann fast schon komplett zu Erde wieder umgewandelt. Das ist also für uns der perfekte Boden. A, weil er wasserdurchlässig ist, das heißt, selbst bei Regen lässt er das Wasser gut in den Boden abfließen, das heißt, wir liegen nicht zu sehr im Nassen drin. Und deshalb kann das Wasser uns auch nicht ständig die Wärme klauen. Gleichzeitig haben wir eine Art Federungseffekt, wenn wir uns da drauf legen. Und dadurch haben wir überall in dem Material der Tannennadeln eingeschlossene Luftbläschen, weil ja alles sehr locker ist. Und diese Luftbläschen verhindern, dass allzu schnell unsere Wärme in den Boden abgegeben werden kann. Das heißt, wenn ihr euch da drauf legt, dann habt ihr die beste Isolation, die ihr so außen draußen haben könnt. Natürlich könnt ihr euch dann noch ein Trapperbett und so weiter und so fort bauen. Das ist dann aber schon fortgeschrittenes Wissen. Da kommen wir ein anderes Mal drauf zu sprechen. Kommen wir zu sandigen Boden. Da gibt es natürlich einmal den festen Sandboden, den ihr gleich sehen werdet, und den lockeren Sandboden. Das kennt ihr, ne? Das ist so typisch Strand zum Beispiel. Diesen Sandboden, der sehr stark verdichtet ist, den wollen wir nicht unbedingt haben. Sand besteht im Prinzip aus vielen kleinen Steinen. Das heißt, dort kann gut abgeleitet werden, weil Stein an sich Wärme sehr gut ableitet. Und wir haben hier auch noch verdichtet. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Zwischenräume, wo sich Luft speichern könnte, die uns isoliert. Am Sandstrand ist es einen kleinen Tick besser zu schlafen, einen kleinen Tick, weil man da halt diese Lufteinschlüsse hat, weil das sehr locker alles ist, aber im Endeffekt bleibt es trotzdem eine große Steinmasse und das leitet halt unsere Wärme gut ab. Das heißt, so einen Boden wollen wir nur sehr, sehr ungern und nur im allernötigsten Notfall benutzen. Natürlich gibt es im Wald dann auch noch den Grasboden bzw. den Grasmoos-Mischboden, so wie ich ihn heute genommen habe. Beim Grasmischboden haben wir das Problem, also einmal ist er natürlich fluffig, das heißt durchaus angenehm eigentlich, vor allen Dingen natürlich zum Liegen, aber was die Isolationsleistung angeht, haben wir da ein Problem, weil Moos und natürlich Gras, aber Moos noch viel mehr, neigt dazu, sehr feucht zu sein. Beziehungsweise einfach Feuchtigkeit zu speichern. Das bedeutet, es ist nicht der perfekte Isolationsboden eben wegen dem Wasser, wegen dem möglichen hohen Wasser, Konzentrierung sozusagen, die uns dann halt die Wärme entzieht. Tja, das waren die Besonderheiten an Böden bei der Lagerplatzsuche. Zum Beispiel jetzt gezeigt am Beispiel von meiner Heidschnuckenwegtour. Es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen, die man beachten sollte. Zum einen, schlaft nicht in einer Senke bzw. schlagt nicht in einer Senke euer Lager auf. Das bedeutet nicht hier unten drin, weil bei Regen läuft die Senke voll und ihr gleich mit. Und auch der Tau etc. kann dort schon reingehen. Sowohl als auch, dass sich in Senken die Kälte natürlich besonders sammelt, weil kalte Luft kommt nach unten, sucht sich natürlich auch den untersten Punkt, um sich da reinzuquetschen. Und dort ist es dann natürlich am kältesten. Das heißt, schlaft nicht in einer Senke drin. Wenn ihr auf einer Schräge schlafen müsst,
dann schlaft mit dem Kopf nach oben, denn sonst läuft euch über Nacht das Blut, wenn der Kopf unten ist bei einer Schräge, rein in den Kopf. Das wollen wir nicht. Da kann man nicht gut schlafen, da kriegt man Kopfschmerzen. Das kann sogar fast gefährlich werden, je nach euren Vorerkrankungen. Worauf ihr auch noch achten müsst, ist, dass ihr in einem Wald, wenn ihr dort schlaft und ihr habt sehr dünne Bäume, dann schlaft am besten nicht an dem Platz, wo die Bäume abgestorben und am dünnsten sind, sondern möglichst weit weg von da und ganz besonders nicht bei Sturm. Denn bei Sturm neigen kleine, hohe, aber dünne Bäume dazu, sich ineinander zu verhaken, sich wieder auseinanderzureißen und dann fallen euch die Äste runter. Es ist unwahrscheinlich, dass ihr erschlagen werdet nach den Unfallzahlen, die es dazu öffentlich gibt. Aber es ist durchaus vorkommend, dass euch das Tarp zerrissen wird, dass euch das Zelt zerrissen wird von einem herabfallenden Stock oder vielleicht auch, dass ihr verletzt werdet. Das kommt halt dann leider schon mal vor. Deshalb meidet solche Orte und ganz besonders meidet sie bei Sturm bzw. sehr starkem Wind. Ein weiterer Punkt, den ihr beachten solltet bei der Lagerplatzsuche, ist es, nicht ins Unterholz reinzugehen. Das ist jetzt nicht so sehr das Problem, dass ihr da von euch aus von dem Unterholz selbst gefährdet seid, sondern das Unterholz ist ja das Versteck, der Lebensraum, zum Beispiel hauptsächlich von Wildschweinen. Die verstecken sich dort. Unterholz ist, wenn sehr junge Bäume, die ineinander verhakt noch teilweise sind, wenn die den ganzen Waldboden bedecken, wo ihr sowieso fast nicht reinkommt. Wenn ihr da reingeht, dann könntet ihr eine Wache dazu bringen, sich zu überlegen, euch anzugreifen, denn sie möchte ja ihre Junge schützen. Deshalb tut das nicht. Macht am besten euren Lagerplatz nur kurz vom Weg weg, aber dann so irgendwo ein paar Bäume rum, dass man euch nicht sieht. Ne? So mache ich das immer, nicht weit weg vom Weg, um das Wild möglichst nicht zu stören und mich natürlich auch nicht selbst in Gefahr zu bringen, aber schon so, dass man mich nicht die ganze Zeit vom Weg her anglotzen kann. Mit zur Bodenkunde gehört übrigens natürlich auch nochmal, dass ihr vorher auf euren Boden an sich guckt, ob es dort zum Beispiel Tierlöcher und ähnliches gibt. Wenn es solche gibt, dann nicht draufstellen. Das ist irgendwo logisch. Trotzdem habe ich es noch einmal gesagt. Eine weitere Sache, die ich bei meiner Lagerplatzsuche mit einschließe, ist es, ob ein Jägerstand dort in der Nähe ist. Das kann durchaus mal wichtig werden, ob da ein Jägerstand ist oder nicht, denn dieser schießt natürlich, wenn er in der Dämmerung oder sonst wo dort sitzt und auf das Wild wartet, auf das, was sich bewegt. Und auch wenn es die Regel gibt, dass nur bei 100%igem Ansprechen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Ansprechen heißt, also sich sicher sein, dass das Wild wild ist und nicht etwas anderes, darf geschossen werden. Diese 100%ige Sicherheit wird natürlich aber im Wald nicht von einer Polizei überwacht und liegt auch irgendwo im Ermessen des Jägers und auch die sind Menschen und auch die machen dann natürlich Fehler. Das heißt, es kann passieren und es ist auch schon passiert, dass ein Jäger zum Beispiel eine Bewegung im Zelt, eine Bewegung zum Pissen rausgehen oder sonst irgendwas für wild hält und schießt. Sehr, sehr selten, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber es passiert. Das heißt, wir schauen uns natürlich um, dass wir A, aus eigenen Sicherheitsgründen, aber auch aus Freundlichkeitsgründen, weil wir wollen dem Jäger ja um den Jägerstand rum nicht sein Wild verschrecken, dass wir Jägerstände meiden und möglichst aus deren Sichtfeld rausgehen. Das ist gar nicht so schwierig. Ich meine, ihr guckt euch einmal um. Ja, ihr merkt ja auch schon beim drauf zuwandern auf euren Platz, ob da irgendwo ein Jägerstand ist oder nicht. Und dann meidet ihr den einfach großräumig. Ganz einfach. Möglichst dann auch noch so, dass vielleicht ihr getrennt seid von einer Sichtkuppel oder von ein paar dicken Bäumen, so dass selbst wenn mal in eure Richtung geschossen werden sollte, dass sie nicht zu euch kommen kann. Die Kugel, ich weiß, das hört sich jetzt alles ein bisschen krass an, ne? Oh Gott, ich muss darauf achten, nicht erschossen zu werden im Wald. Äußerst unwahrscheinlich, aber bezieht es aus reiner Höflichkeit und Freundlichkeit dem Jäger über auch einfach mit in eure Lagerplatzplanung und Suche mit ein. Tja, und das war auch schon alles, was elementar wichtig ist bei der Lagerplatzsuche. Natürlich gibt es im Profibereich, wenn man im speziellen Gelände unterwegs ist, noch andere Dinge, auf die man achten muss. Aber in unserem Breitengraden ist das so ziemlich das Wichtigste. Natürlich erwarte ich von euch auch, dass ihr euch gesetzeskonform verhaltet. Also nicht im Naturschutzgebiet schlafen, nicht im Zelt schlafen draußen. Ne? Und solche Geschichten. Also haltet euch ans Gesetz und haltet euch zumindest an Höflichkeiten und den Ruhezonen und dem Schutz dem Wild gegenüber. Das ist mir vor allen Dingen wichtig.
Das war natürlich ein Video meiner Outdoor Basics. Hier links und rechts oben findest du weitere Videos dazu, ne, was man so wissen sollte, wenn man Outdoor unterwegs ist. Und da gibt es auch eine Playlist, wo über 20 Videos zu den wichtigsten Dingen mittlerweile drin sind, wo ab und zu auch immer mal wieder neue Videos dazukommen, ne, weil mir es einfach Spaß macht, so ein paar Basics rauszuhauen. Alle Infos findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ne? Kannst du einfach mal reinklicken, dort findest du alles. Wenn mal nicht, dann stellst du mir eine Frage in den Kommentaren, dann kann ich sie beantworten oder jemand anders und wir sind alle glücklich. Ich sag dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.